Moin moin und herzlich willkommen zur vierten Mission Marsch auf Moskau. Dann legen wir direkt mal los, würde ich sagen. Ihr nähert euch Prinz Wladislav Armee. Sein Lager sollte sich hier irgendwo in der Nähe befinden. Es wird jedoch gemunkelt, dass er von einer russischen Armee belagert wird. Ihr müsst euch beeilen und ihn befreien. Vorwärts. So. Scheint wieder eine Kampfmission zu sein. Besiege die feindliche Armee. Ihr verliert, wenn euch die Truppen ausgehen oder wenn Prinz Wladislav stirbt. Die Moskauer wissen nichts von dem Kommen eurer Armee. Ihr könnt einen Vorteil daraus ziehen, indem ihr heimlich den Fluss überquert und ihre isolierten Einheiten einer nach dem anderen zerstört. Sendet Boten in das polnische Lager. Okay. Da machen wir erstmal Truppen raus, dann kriegen sie den plus 2 Boni. Den nehmen wir natürlich mit. Geht das auch ein bisschen mehr? Doch 146. So, was habe ich hier an Kanönchen? Die sind schon, die können nicht und das sind zu wenige, ja. ...120 und 15 und mehr gehen wohl nicht. Nee. Ja. Ja, das ist wohl alles, was wir haben. Jede Menge Setjuken, ein paar Kanönchen, beziehungsweise das sind Haubitzen, eine Kanone und jede Menge Reiter. Registrierte Kosaken. Das sind mit Schwere bewaffnete Reiter. Gut gegen andere Reiter. Zitsch-Kosaken. Das sind die mit dem schnell mit dem Säbel. Und Hetman. 75 Pickenangriff. Das scheinen so Elite-Einheiten zu sein. Wir haben aber nicht viel Panzerung. Aber im Nahkampf sind die natürlich echt mega stark. Das muss ich in der Hinterhand halten, wenn ich ein paar gute Kämpfer brauche. Schade, dass sie halt keinen oder sehr wenig Verteidigung haben. Ein gegnerisches Dorf. Das machen wir doch mal platt. Pan Hetman, wir haben die Gefangenen befragt. Sie haben uns erzählt, dass seine königliche Hoheit und die polnische Armee sich in einer Festung im Nordosten verbarrikadiert haben und von einer großen Moskauer Armee umzingelt sind. Die Moskauer sagen, dass die Polen fast keine Nahrung und kein Geld mehr haben und dass ihre Armee wie der Schnee dahin schmilzt. Wir dürfen nicht verweilen. Edler Pan Hetman, lauscht meinem Rat. Ihr wäret der perfekte Ort, um eine Falle aufzustellen. Die Serdjuken und die Kosaken sollten sich im Wald verstecken und die Sitsch-Brüder von Sevruk sollten auf die Men of the Tsaren zureiten. 30 Ritter sollten dafür genügen. Dort wird er dann ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken, die Gegend erkunden und zurück auf die Seite des Flusses entkommen. Die Moskauer werden die Verfolgung aufnehmen und in unsere Falle tappen. Okay. Also hier eine Falle aufbauen, das können wir doch mal machen. Hier was bauen? Nicht wirklich. Würde ich sagen, verstecken wir uns doch hier schön im Wald. Oh, was ist da? Noch ein Dorf. Machen wir es auch mal gleich platt. Können wir die Zeit mal ein bisschen nutzen zum Erkunden. Ein paar nach oben. Da war nichts. Die sind gleich da. Dann geht man direkt weiter und macht das Dorf platt. Mal sehen, ob hier oben noch was versteckt ist.
Ach, das sind wahrscheinlich die, ich in den Hinterhalt locken soll, okay. Wir haben ein Dorf im Südosten erobert. Ein der Strelitzen dort wollte unbedingt seine eigene Haut retten und hat uns dafür ein großes Geheimnis anvertraut. Als wir ihn befragten, zeigt er uns also eine versteckte Furt neben dem Dorf. Nur wenige Leute wissen darüber Bescheid. Wir können den Fluss also unbemerkt überqueren. Was machen wir mit dem Strelitzen? Verschont sein Leben, wie wir es ihm versprochen haben, köpft ihn. Also ich würde ihn eigentlich am liebsten köpfen, sonst geht er noch hoch und warnt die. Das Verrätern kann man nicht wirklich trauen. Gehen wir in den Wald. Bauen unseren Hinterhalt. Hier scoutet man weiter oben. So, mit 30 Stück soll ich sie da anlocken, ja? Ja, gib mir doch mal 30. Das sind 5 zu viel. So, 30 Stück. Ach, Panhetman, es gibt noch eine Furt im Norden hinter dem Wald. Falls ihr durch die verfluchten Dickiche gelangt, dann seid ihr direkt daneben. Ein Dorf liegt auf der anderen Seite des Flusses. Gute Nachrichten. Okay, bleibt mal bitte hier. Ich muss jetzt erstmal rüber locken. Na, steht jetzt eigentlich. Ich habe hier jede Menge Text gekriegt. Send ein Boot ins polnische Lager. Nicht mehr als 50 Männer können die zentrale Furt durchqueren, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Das wird ja vermutlich die sein. Okay, es sind 30. Sollte ja kein Problem sein. So ist rechts, Bruder Pans. Lasst uns gehen. Wir müssen schnell auf die andere Seite gelangen. Die Teufel sollen uns hinterherjagen. Haltet die Musketen bereit. Oh, da kommen sie. Hä? Oder doch nicht? Okay, die Ritter gehen zurück. Die anderen scheinen mir zu folgen. So, was war noch? Bereite einen Hinterhalt vor und lock die feindliche Kavallerie dorthin. Ja, das scheint zu klappen. Nicht mehr als 200 Männer können die südliche Furt durchqueren, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Ja, 200. Da könnte ich eigentlich so einen Trupp runterbringen. Sind eigentlich gegen alles gut. Nicht mehr als 100 Männer können die nördliche Furt durchqueren, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Da müsste ich jetzt so einen Trupp aufteilen. Das mache ich aber ungern. 100 ist halt nicht viel, ne? Könnte die Sitch-Kosaken nehmen. Mit den Headmans zusammen müsste ich nur 2 hier lassen. Oder ich mache so eine gemischte Gruppe. Na gut, das ist eine feste Gruppe, da geht das nicht so gut. Ja, dann machen wir das. Lassen wir aber 2 hier. 2 habe ich gesagt. Okay, und der Rest kann ja mal in der Mitte, gehen. Nein, ich müsste. Achso, geht schon. So, nicht mehr als 100. Ich lass mal lieber einen noch zur Zwerbe hier unten. Ich weiß nicht, wie genau er das zählt. So, die müssten ja rübergehen können. Das sind ja 4 weniger als angemahnt. Gucken wir mal, ob hier auch eine Siedlung ist.
Ihr geht doch mal nach vorne, dann könnt ihr die schon mal bombardieren. Und ihr seid 99. Nicht mehr als 100. Ja. Ich sage, greifen wir doch mal das Dörfchen hier an. Oh. Reiten weg, das ist ein schlechtes Zeichen. Wir wollen bestimmt Alarm schlagen. Komm. Holt sie euch. Go, 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 go. Sehr schön. Was ist das? Speerträger sind da oben versteckt. Oh, da muss ich aufpassen. Ihr geht mal weiter in den Norden. Ja, schießt die schon mal kaputt. Oh. Strelitzen und Tataren. Hier sind richtig viele Truppen. So, das hier sind die Polen, wo ich hin muss, ja. Oh, da unten ist was. Ach so, ein Dörfchen. Ja, komm, das machen wir platt. Haben wir das auch schon mal erledigt. Oh, das sind aber viele. Sind aber Speerträger. Die müsste ich eigentlich schaffen. Ja, sehr schön. Ich habe so viele. Die kommen fast nicht ran. Aber es hat noch geklappt. Oh, da sind noch mehr. Das Strelitz sind aber Musketen. Gegen die möchte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Auch noch welche. Ach du meine Güte. Ich will hier Mitte gehen, oder wie? Nicht mehr als 50. Natürlich gar nichts. Dann würde ich sagen, teilen wir den Trupp auf. Und machen einen 35 ist natürlich wenig. Doch, wir machen eine 36er draus. So. Den. Und den und die zwei. Das sind weniger als 50 zumindest. Das klappt richtig gut. Schön rüber gebaitet. Gut, dann nehmen wir die Kanonen mit. Und hier nochmal zwei. Das sind unter, definitiv unter 50. Die Kanone verloren? Nee. Ein Haubitzen fehlen einfach. Daran liegt das. Ja, wie soll ich jetzt einen Boten nach Polen bekommen? Ist ja alles umstellt. Hier ist umstellt, da ist umstellt. Da links war, glaube ich, auch noch eine Einheit, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht echt durch die Mitte, ne? Ganz knallhart. Ganz kackendreist durch die Mitte gehen. Hetman, die Moskauer wissen, dass wir hier sind. Wir brauchen uns also nicht mehr zu verstecken. Es wird Zeit, ihnen auf dem Schlachtfeld zu begegnen. Hä? Ich hatte doch die Gruppengrößen eingehalten. Tja, oder ich war zu langsam, das kann natürlich auch sein. Jetzt ist natürlich schlecht.
Da kommt Speerträger, das wäre natürlich ungünstig. Vielleicht mal bitte in die Mitte. Guck mal, dass ihr nach Polen kommt. Mal bitte ein. Hätte ich mich hier oben vielleicht an den vorbei sneaken können? Vermutlich, ne? Naja, jetzt ist es auch okay. Ich konnte zumindest die Truppen hier links und rechts ausschalten ohne große Gegenwehr. Seid gegrüßt, Eure Exzellenz, Pan Hetman. Ich bin froh, euch zu sehen, Saporuger Ritter. Dies sind die treuesten und tapfersten Söhne des Staatenbundes. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Jetzt, da unsere Streitkräfte sich vereinigt haben, sollte unsere Kampagne einen großen Erfolg werden. Moskau wird bald uns gehören, aber zuerst müssen wir uns um das Moskauer Feldherr kümmern. Wir sollten es nicht zurücklassen, lasst sie uns vernichten. Jawohl, Eure Hoheit. Nur die besten meiner Zorniere haben diesen harten Winter überlebt. Und die glorreichen Saporoger führen sie an. Wenn wir die Moskau zusammen angreifen, sollten wir siegreich sein. Nähern wir uns von der Festungsseite. Es ist eine Schande, dass wir keine Kanonen haben, mit denen wir auf dem Schlachtfeld kämpfen können. Bitte durchbrecht die russische Palisade auf unserer Seite. Schickt mir einen Boten, wenn die Zeit zum Angriff gekommen ist. Jawohl, Eure Hoheit. Von der Festungsseite aus. Ich bin jetzt natürlich genau auf der anderen Seite. Dann werden wir die hier umgehen. Müsst ihr da eigentlich in Kanonenreichweite langlaufen? Was soll's. Ach, jetzt verliere ich echt noch unmenschlich viele Truppen. Hätte ich was gesagt, aber gut. Hier fünf, da ein. Und wieder sieben Stück. Dass ich auch so nah daran vorbeigehen müssen, naja. Wir haben vermutlich so viel Reichweite. Da hätte ich mich ganz unten lang sneaken müssen. Das habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Hobo gehobelt wird fallen Späne, sage ich immer. So, dann geht hier mal nach oben. Auch nach oben. Das kann ich nicht einnehmen, ne? Guck doch mal, ist hier noch irgendwas versteckt? Auch gar nichts versteckt ist, ne? Oder ich habe es alles nicht gefunden. Bin mir nicht ganz sicher, warum hier drei Übergänge sind. Wo man schön die Einheiten aufteilen kann, am Ende ist es dann scheinbar eh egal. Vermutlich nur um diese... Vermutlich hätte ich hier oben diese kleinen Truppen von hinten angreifen sollen. Das waren ja nur Section, also Sketentruppen. Von denen habe ich jetzt... Strelitzen, von denen habe ich, glaube ich, gar keinen angegriffen. Das heißt, sie sind jetzt alle oben auf dem Berg. Das ist natürlich ungünstig. Naja, wir werden das schon hinkriegen. Vor allem, wenn wir nicht alle unsere Truppen vorher verlieren. Ja, gut. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was man hier groß machen kann. Die haben Kanonen, wir haben Kanonen. Können wir uns die ganze Zeit jetzt gegenseitig beschießen? Ist es jetzt soweit? Sollen wir das Signal für den Angriff geben? Noch nicht, es ist noch zu früh. Ich möchte erstmal in Position gehen, bitte.
So, ja. Jetzt ist die Zeit gekommen. Bitte. Alle Mann Angriff. Und jetzt gibt es eine richtig schön dicke Schlacht. Ach, die haben... Stimmt, die haben Range-Vorteil. Weil die auf dem Berg stehen. Aber ich bin schon an deren Musketen drinne. Links sind die Speerkämpfer. Ne, sind auch besiegt. Da ist der letzte große Pulk an Musketen. Und die haben wir. Ja, die haben wir. Jetzt müssen sie zurückziehen. Das heißt, sie können nicht schießen. Damit haben wir sie erledigt. Sehr schön. Das letzte Hindernis auf dem Weg nach Moskau wurde jetzt aus dem Weg geräumt. Der Krieg wird hier enden und ihr werdet die Belohnung erhalten, die ihr verdient habt. Mein Dank gilt dem mutigen Saporoger Ritter für ihren Mut und ihre Tapferkeit sowie ihre Dienste und ihre Treue für seine königliche Majestät. Viva. Ja, das war auch eine relativ kurze Mission, aber es ist meist so bei diesen Kampfmissionen. Was ist denn hier Weißes? Ach so, das sind, weil ich die angeklickt habe. Aber es scheint sonst nichts versteckt zu sein auf der Map. Also ich habe wohl alles soweit mehr oder weniger richtig gemacht, denke ich. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Mission und ciao, ciao.